Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich aus gegebenem Anlass. Ein Phänomen beschäftigt uns, ja beunruhigt uns seit etlichen Jahren, gerade hier in Deutschland. Der schwarze Block, er ist zu einem Mythos geworden. Was steckt dahinter? Wer verbirgt sich hinter Tüchern und Schals, Sturmhauben? Sind es nur picklige Gesichter, Menschen mit Schnittverletzungen und Schorf im Gesicht oder desertierte fremde Legionäre? Wir wissen es nicht, meine Damen und Herren, aber wir möchten dem Phänomen etwas näher kommen. Spiegel Online, Entschuldigung, wir von Reiherstick TV freuen uns, Ihnen ein Originalinterview mit einem Mitglied des Schwarzen Blocks vorstellen zu dürfen. Ja, wie darf ich dich denn nennen? Demonstrant, Kalle Atze? Nenn mich X. X. Okay, X. Dann fangen wir jetzt mal mit der ersten Frage direkt an. Wie lange machst du denn schon beim Schwarzen Block mit? Das erste Mal mitgegangen bin ich 2007 oder 2008. War so ein Ding in Berlin gewesen. Und mal zum Verständnis für die Leute hier, warum vermummt ihr euch? Demonstrieren ist doch legal, das kann doch jeder sehen. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich spreche nicht für den Schwarzen Block, sondern bloß für mich selber. Und ich selber und meine Kumpels sind so ein paar Leute, wir vermummen uns, weil wir keinen Bock haben, identifiziert zu werden. Es ist zwar erlaubt zu demonstrieren, aber wir wissen ja ganz genau, du kommst in die Kartei und dann hast du die Bullen am Hals. Und deswegen, außerdem macht es Spaß, macht einfach mehr Bock, vermummt rumzulaufen, als wenn ich meine schönen Schneidezähne jedem zeige, weißt du, ey. Okay, und im Dezember bei der Roten Flora warst du auch mit dabei? Ja, aber ganz am Rand eher so, weißt du, ich hab frei gehabt an dem Tag, hab ich mir ein bisschen angeguckt, ne, und war schon Spaß gemacht, ne, war richtig, war schon ein bisschen mal los, ne. Kennt ihr euch so untereinander, die Leute, die da alle rumrennen? Also immer, ey, also Mitgliedsausweis gibt's bei uns nicht. Und natürlich kenne ich so 2, 3, 4 Leute vielleicht, die anderen kennt man nicht. Aber wir achten schon drauf, wer sich bei uns mit reinstellt. Und man kann ja mal fragen, hey, wo kommst du denn her? Und wir wissen natürlich alle, dass also auch Bullen dabei sind, ist klar, ne? Und Assassinen, so, die mischen sich da ja so ein, aber egal, weißt du, wir machen unser Ding. Wie weit geht denn das mit der Gewaltanwendung bei euch? Ja, weißt du, also wir wollen erstmal keine Moralpredigt hier durchziehen, ne? Also ich meine, die Bullen fangen ja an mit der Gewalt, die Bullen provozieren uns, die Bullen stehen schwer bewaffnet da und wir wehren uns. Also wir sind ja eigentlich ganz friedliebend, aber die Gewalt geht von den Bullen aus. Was heißt denn Spaß? Ja, Spaß, weißt du, also ich bin jetzt selber nicht Kickboxer oder so, aber ein Kumpel von mir, der macht Karate. Und weißt du, was du da bei Karate lernst, da im Verein, das kannst du da ja auch, weißt du, so zack und weißt du, so hier so, Alter, und so anwenden. Ne, also, so, Spaß, ja, weißt du, so gut drauf sein, Alter, ey, gut drauf sein. Wie schätzt du denn den Einfluss der Schwarzen Blocke so ein? Also ziemlich stark, würde ich mal sagen. Also in den Medien sind wir gut vertreten. Und also ich denke, wir werden noch unseren Einfluss noch mehr verstärken. In der Ukraine, das war ja auch ein ziemliches Ding gewesen. Und also Schwarzer Block goes Pop, weißt du. Wir machen ja auf Pop. Und ich finde, das ist der richtige Weg auch. Also wir werden populär. Und dann werden wir in ganz anderen Dimensionen noch marschieren. Und was weißt du, so fröhliche Gesänge. Dann mal eine provokative Frage. Die meisten von euch sind doch so abgebrochene Studenten oder Grünen aus Gymnasium, kommen vielleicht aus wohlhabenden Familien. Hast du das in Springerpresse, dann sagt er die Bild auch. Woher weißt du das denn?
Ja, okay, ein Kumpel von mir, der altert schon ziemlich Schotter. Aber uns machen natürlich auch die Malocher mit, die Arbeiter. Weißt du, so noch richtig so, weißt du, wo der Vater noch frühmorgens aus dem Haus muss und kommt schnell abends zurück und so. Und selbst wenn ich Millionär wäre, Leute, ich hab Bock hier beim Schwarzen Bock mitzumarschieren. Ne? Und ich rede, wie gesagt, nur für mich selber. Und lass mal diese blöden Bildfragen, ja? Versuch doch mal ein bisschen intelligenter zu fragen. Na ja, dann. Liest du so Bücher? Ich meine, politische Theorie, Marx, Lenin, Mao? Mao war ja ein Verbrecher. Der hat ja bei der Kulturrevolution zigtausende oder Millionen abschlachten lassen. Marx, habe ich mal angefangen, ein bisschen langweilig. Ich lese mehr Comics. Und weil ich da mehr Bock drauf habe. Natürlich machen wir auch Theorieschulung, hier in unserem kleinen Zirkel, aber ist nicht so beliebt. Wie geht's denn jetzt weiter bei euch? Dann ist wieder so eine Frage wie vom Meinungsforschungsinstitut. Hör mal, ich will dir mal was sagen. Bei mir geht's so, weil ich habe meinen Job und wenn ich Bock und Zeit habe, dann treffe ich mich mit meinen Kumpels. Und wenn in Berlin was ist oder in Bremen, fahren wir da auch hin. Ansonsten ist der Fokus auf Hamburg. Rote Flora ist eine ganz geile Sache. Und wir werden die natürlich verteidigen, falls nochmal so Angriffe kommen, dass sie das uns wegnehmen wollen. Entschuldigung, was heißt uns? Ich bin ja auch nicht Mitglied bei der Roten Flora. Ich bin eigentlich nirgendwo Mitglied. Ich bin bloß mit meinen Kumpels und manchmal sogar auch allein unterwegs. Und ja, so geht's weiter. Und dann nochmal zu allerletzt, zu irgendwas zur NSA-Affäre zu sagen, wie stehst du dazu? Das zeigt natürlich alles. Wir werden rund um die Uhr überwacht, wir werden bespitzelt, unsere Politiker lassen sich das bieten, wir plappern zwar groß von Datenschutz, aber wenn es darauf ankommt, wenn die Amerikaner hier alles überwachen, dann ziehen sie den Schwanz ein, haben sie Schiss, Angst um ihre Karrieren. Also auch aus diesem Grund ist natürlich ganz gut, dass wir ein bisschen, auf geheimnisvoll und vermummt sind, damit einige Leute noch mitkriegen. Wir sind in einem Staat, wo alles überwacht und kontrolliert wird und darauf habe ich keinen Bock. Na dann, Knüppel und Pflastersteinbruch. Ich hoffe, ihr habt genug Geld dabei, wir wollen ja noch gleich essen gehen, aber richtig. Und deswegen bin ich aber auch mitgekommen. Meine Damen und Herren, der schwarze Block, ein moderner Mythos. Aufklärung tut Not. Helfen Sie uns. Schicken Sie uns Ihre Beiträge. Wir bleiben dran. Tschüss von Spiegel, von Reierstieg TV.